sehr geehrte Damen und Herren, Parteien zu beiden Seiten. Ist das liberal oder kann das weg? Und das haben wir uns heute gefragt. Und wir sagen ganz klar, wenn es um Informationen geht, dann müssen wir heutzutage anders denken. Dann haben wir durch die Fälle von Snowden etc. gesehen, dass das hier eine ganz andere Dynamik entwickelt. Das heißt, der Antrag, den wir heute stellen, ist es, dass mit sofortiger Wirkung, also ab sofort, die Freigabe von Daten aus jeglichem Bereich, also wir schränken uns da nicht ein, wir glauben aber in weiterer Folge, dass es Sinn macht, über militärische Daten zu reden, aber wir sehen die Anwendung genauso in Wirtschaftsdaten, Pharmaziedaten etc. genauso betroffen, dass wir sozusagen das nicht mehr unter Landesverwaltung. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir alle anderen Gesetze ausnehmen. Wir glauben weiterhin, dass es einen Schutz gibt für vertrauenswürdige Verträge, dass es weiterhin diesen Schutz gibt. Ich glaube nur, dass der Landesverrat-Tatbestand keine Wirkung mehr hat. Und aus dem würden wir das gerne rausnehmen. Warum? Okay, wir sehen nämlich, dass die Weltöffentlichkeit hier ein ganz entscheidendes Faktor ist. Mag man dann noch weiter aufbauen, ich möchte es aber schon mal definieren. Als Weltöffentlichkeit verstehen wir etwas, wenn wir zum Beispiel das ins Internet stellen. Wenn wir zum Beispiel auf Wikileaks etwas posten, wenn wir zum Beispiel hier in einer internationalen Seite, CNN, BBC etc. das posten, das sozusagen nicht an einen bestimmten Adressaten gerichtet ist. Warum ist das wichtig? Wir werden weiterhin unterscheiden, ob diese Daten explizit in die Hand des Feindes gegeben werden, nämlich explizit an unseren Feind übergeben werden. Dann glauben wir, es ist weiterhin Landesverrat, weil weiterhin sozusagen der konkrete Tatbestand da besteht, den Feind zu fördern. Oder aber, ob es sich sozusagen hier mit einem Fall hat, wo jemand sagt, das möchte ich, dass es publik ist. Und ich nehme in Kauf, dass möglicherweise der Feind das sieht. Aber mein primäres Interesse ist ein anderes, nämlich der subjektive Tatbestand, den wir im Strafrecht haben, ist ein anderer, nämlich die Weltöffentlichkeit zu informieren. Und da ziehen wir genau die Grenze. Wir sagen, ja, die Opposition wird sich lieber auf einbrechen, damit haben wir kein Problem. Objektiv im Tatbestand gesehen ist es natürlich das Gleiche. Subjektiv handelt das Individuum in einer anderen Ansicht. Und wir glauben, dass gerade eine liberale Gesellschaft, wo ich nachher aufmachen werde, was liberal ist, sozusagen auf das Ich-Bezogene den subjektiven Tatbestand stärker hervorkehren kann und sich da auch darauf verlassen kann, dass es sozusagen herrscht. Wenn ich davon immer ausgehen kann, dass es bei einem Feind landet, dann tue ich halt ab jetzt immer so, als ob ich es einfach nur der Öffentlichkeit zuspiele. Lass mich den Mechanismus fertig machen, dann wirst du sehen, wo das Ganze hinhängt. Wie finden wir das nämlich hinaus? Wir haben gesagt, wir legen das in die Hand der Gerichte. Wir sagen einfach, es gibt diesen Tatbestand im Strafgesetzbuch und wir glauben weiterhin, dass ein Gericht darüber gut entscheiden kann. Wir glauben, das richtige System funktioniert gut zu sagen, wir können bei Mord, Totschlag, Diebstahl, you name it, feststellen zwischen objektivem und subjektivem Tatbestand. Wir glauben, dass es einfach auch ein Delikt ist, bei dem Gerichte gut abwägen können zwischen objektivem und subjektivem Tatbestand. Wir sehen das nämlich ganz stark in der Art und Weise, wie die Daten und welche Daten sind das Daten, die explizit darauf zielen, den Feind zu fördern? Dann wird das natürlich etwas sein, was quasi umgehungsversuchsmäßig versucht wird. Oder sind das Daten, die uns zum Beispiel aufzeigen, wie Menschenrechte verletzt werden, wie Menschenrechte sozusagen getreten werden? Dann sehen wir, dass es hier ein Öffentlichkeitsinteresse hat und das sozusagen eine ganz andere Bedeutung. Wir sehen, dass das Gericht eigentlich problemlos feststellt. Okay, ich möchte ein bisschen noch darauf eingehen, was liberal ist, denn das ist ganz essentiell. Wir erkennen Liberales etwas an, wo wir sagen, da geht es um das Individuum. Es geht um die Wahlfreiheit des Individuums. Es geht um etwas, das das Individuum für sich selbst, aus sich selbst heraus tut. Also ganz stark um etwas, was nach innen bezogen ist, ganz stark subjektiv ist. Wir glauben nämlich, in einem liberalen Staat ist das Individuum das höchste Gut, das in der Masse perfekt entscheiden kann. Ja? Das in der Masse sozusagen eine Entscheidungsfähigkeit hat und hier sozusagen daraus handeln kann. Dazu, und das ist die Prämisse, unter der das sozusagen funktioniert, danke nicht, glauben wir, dass das Individuum, handeln zu können, die Informationsasymmetrie, die wir haben, am besten überwinden muss. Das heißt, es muss möglichst viele Informationen haben, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das heißt, je mehr, sozusagen das Individuum Informationen hat, desto besser, glauben wir, ist die Entscheidung dahinter. Das heißt, das würden wir es lieber reichen. Okay. Warum ist das jetzt gerade so wichtig? Oder in welche Abwägung kommen wir da dazu? Ich möchte den Fall von Snowden hernehmen, auch wenn er sozusagen von unserem jetzigen Antrag nicht mehr erfasst wäre, weil er zwar schon in der Vergangenheit liegt. Glauben wir, dass Snowden in unserem System mit einer Entscheidung sozusagen konfrontiert wird? Er hat zwei Wahlmöglichkeiten. Er kann sagen, er bleibt weiterhin, hält die Klappe auf gut wienerisch gesagt, ja, hält die Klappe, duckt sich und macht weiter im System. Ja. Dann hat er keine Repressalien zu fürchten, aber er kann seinen inneren Drang nicht sozusagen hinaustragen. Oder aber er sagt, er geht an die Weltöffentlichkeit und muss jetzt quasi fürchten, dass er zwar natürlich unter Landesverrat, Verschwiegenheitsverpflichtungen etc. etc. pp. Angeklagt wird. Aber das, glauben wir, ist eben genau das, was die Liberalität ausmacht. Das ist genau das, wo wir sagen, das Individuum schätzen wir so sehr, dass wir sagen, wenn es um diese Wichtigkeit
Wirklichkeit geht, wenn es genau um diesen immensen Abwägung geht, dann lassen wir das Individuum entscheiden als liberaler Staat. Und wir sagen, im liberalen Staat ist das Individuum, das es am besten entscheidet. Und wir sagen, wir bürgen absichtlich Normen diese Entscheidung auf, absichtlich, und sagen, du musst für dich selbst entscheiden. Ist es dir so wichtig, ja? Ist es in deinem Maß, ex ante betrachtet, danke, ex ante betrachtet, einen so großen Bass, dass die Weltöffentlichkeit nachher sagt, der Snowden, der war ein cooler Hund, der hat sich das getraut für uns, geile Sache, ja? Oder dass die Weltöffentlichkeit sagt, nee, das war viel zu gering, wir strafen den weiter ab. Wir glauben, danke, dass in einem liberalen Staat das essentiell notwendig ist, weil wir sonst die Liberalität nicht bis zum Ende führen. Wir wissen, dass es ein großes Risiko. Wir wissen, dass wir viele Sachen, besonders mit Embedded Troops, die irgendwo sozusagen militärisch vereinfacht sind, sozusagen damit Probleme haben könnten. Wir vertrauen aber auf das Individuum. Warum? Weil die Personen, die mit diesen Daten zu tun haben, die wissen am besten, welche Auswirkungen es haben wird, wenn diese Daten an den Feind geraten. Diese, nur diese Leute wissen, was mit den Daten passiert, wenn sie in die falschen Hände geraten. Diese Leute sind die Spezialisten für diese Daten. Die haben die Daten. Und wir glauben, dass sie mit Kollegen am Mittagstisch sitzen und sagen, boah, die afghanische Truppe, die hat wieder da voll reingejagt und wenn das rauskommt, etc. Ja. Aber genau deshalb glauben wir, dass es liberal ist. Weil wir sagen, der Fachmann, der an den Daten sitzt, der kann diese Entscheidung treffen. Kein anderer kann diese Entscheidung. Das heißt, wenn wir Liberalität bis zum Ende denken, dann müssen wir letzten Endes dieser Person die Entscheidung aufbürgen. Wir wissen, das ist hart. Wir wissen, das ist brutal. Wir wissen, es wird Fehlgriffe geben. Aber wenn wir Liberalität ernst nehmen, dann müssen wir diesen Personen diese Möglichkeit geben und dann müssen wir es aber auch freistellen und straffreistellen, zu sagen, das hat uns an der Weltöffentlichkeit gebracht, das hat uns etwas aufgezeigt, was für eine demokratische Liberale bedeutet, wo der Wähler die Informationen hat, um an der Wahlurne zu entscheiden. Weil wenn sozusagen der Staat Informationen fernhält, dann kann der liberale Wähler niemals etwas entscheiden, weil der Staat vielleicht im Hintergrund einen Überwachungsstaat produziert, den der Wähler nicht abwählt. Mag ich nur ein bisschen eingehen, warum die Weltöffentlichkeit ist, was erzählt ist und wie die Dynamik auf einer internationalen Ebene funktioniert, aber auf das später und auf das könnt ihr euch freuen. Danke.